So, meine lieben Freunde, und willkommen zum 7. Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Okay, beim letzten Teil haben wir diesen Spast von Droiden hier zerstört. Gehen wir mal gucken, was der liegen gelassen hat. Ein Minenblaster, ein Hacker-Vokapulator, okay, und Droiden-Selbsterhaltungseinheit. Nehmen wir doch mal mit, und den Blaster würde ich vorschlagen, dass wir dem gerade mal unserem... Geht das? Ja, unserem guten Erden hier geben. Oder geben wir dem zwei Blaster? Ja, das ist okay. Kann man den keinen großen geben? Doch, hier verbessert der Minenblaster. Tipptopp, der wird so richtig reinhauen, habe ich. Aber sollte so richtig reinhauen, denke ich mal. Okay, und unserer guten alten Kraya geben wir... ja, komm, die alte, die rüsten wir hier mit so zwei Blastern aus. So, wollen wir... Welcher ist denn besser? Egal. Wir nehmen einfach mal die beiden. So ist gut. Ja. Also, ja gut, tipptopp. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in unser Tagebuch, was wir machen müssen. Bla bla bla, Pegasus 2. Du hast die Leiche des Verwaltungsoffiziers gefunden. Ah, das haben wir alles schon gelesen. Gut, die Harbinger hat hier angedockt. Wir haben diese Filmsequenz gesehen von unserem Sith Lord, wenn es ein Sith Lord ist, ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg auf die Harbinger. So, schnell Machtschub rein, dass das Ganze ein bisschen schneller funktioniert. Und der Eingang ist... War der nicht hier oben? Müssen wir nochmal gucken. Dann kann es natürlich sein, dass der hier ist. Ich glaube, die Tür hat sich... Treibstoffdepot. Nee, da war es auch nicht. Jetzt muss ich kurz echt überlegen, wo wir lang müssen. Ja, wenn es die zwei Gänge nicht sind, dann wird es wohl garantiert... Ja, genau. Harbinger Kommandodeck. Na, dann begeben wir uns mal auf das Raumschiff. Und schauen, was uns hier erwartet. Mal gucken, was uns der Erden zu sagen hat. Was ist? Warum halten wir an? Ja, weil wir vielleicht hier auf diesem Schiff sind. Nichts, gehen wir weiter. Ich glaube, der hat uns nichts groß zu sagen. Können wir die aufsprengen oder ist unsere... Ja, zu niedrig. Aber wir können mal gucken, ob der die aufkriegt. Der kann sie sogar knacken. Na, also. Okay. Ich nehme mal an, dass hier nichts groß Lebendiges mehr auf dem Schiff sein wird. Atten. Aufmachen, bitte. Dankeschön. Credits, Medikit. Sehr schön. Schauen wir mal. Oh, ich glaube, ich muss fast die ganze Zeit mit dem jetzt spielen. Ich kümmere mich. Sonst kriege ich die ganzen Türen hier nicht auf. Schauen wir doch mal. Da hinten hätten wir eine kaputte Tür, die wahrscheinlich nicht... Oh, okay. Haben wir das gesehen? Da war was. Let's go. Sehr schön, Leute. Oh, da sind noch mehr. Gut, okay, das hätten wir. Okay, das scheinen anscheinend so Art Attentäter zu sein. Von demjenigen, der hier das Schiff eingenommen hat. Aber wir lassen uns davon ja nicht aufhalten. Harbinger Besprechungsraum. Besprechungslog überprüfen. Zugriff auf Kursänderung, Passagiertransport, Notsignal. Prioritätsüberbrückung, Hauptfunktion. Schauen wir doch mal Notsignal. Wir haben ein Notsignal geortet und warten auf die Freigabe der Republik, der Sache nachzugehen. Außerdem haben wir der Republik die ID-Signatur des Schiffs geschickt. Der Nachricht nach wird es von Sith verfolgt. In unserer Datenbank haben wir das... Natürlich immer schön Capri-Sonne am Start. Aber wenn ich von der Art des Notsignals ausgehe, könnte es ein Frachter sein. Aber genau wissen wir das erst, wenn wir ankommen. Dann sehen wir auch, ob das Signal eine Falle war. Jetzt im Nachhinein wissen wir natürlich, es war eine Falle. Ihr hättet nicht drauf eingehen sollen. Da hinten haben wir noch eine Box, irgendwas zu holen. Leichter Kampfanzug. Oh, das ist doch was für uns. Das ist doch was für uns. Verteidigung 14. Ja, der ist auf jeden Fall besser als unsere. Oh, wir haben hier noch was hier. Reflektor.
Wir werden... Oh, ah, sieht nicht schlecht aus, sieht nicht schlecht aus. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal weiter. Ich probiere jetzt trotzdem mal durch die Tür da hinten durchzukommen. Weil vielleicht, vielleicht, aber auch nur sehr vielleicht, haben wir... Nein, wir haben kein Glück. Okay, schauen wir mal die Karte. Auch noch nicht so viel zu sehen. Dann gehen wir mal... Also ihr seht wahrscheinlich die Minimap hier oben links gar nicht, weil da mein schönes Gesicht ist. Und, ja. Gucken wir trotzdem mal. Okay, hier hat's wieder Feinde. Na dann, los. Sehr schön. Ich hab noch mehr davon im Angriff. Die haben ja mal überhaupt keine Chance gegen uns. Ach, die ganzen Kisten, die sind alle verschlossen. Ich bin am, ja, Credits. Also Credits können wir so oder so später gut gebrauchen. Da können wir uns beim späteren Händler sicher irgendwie bessere Ausrüstung oder so holen. Konstrukt, weiß nicht, was das ist. Nimm ich einfach mal mit. Gehen wir wieder zu unserem Charakter. Wenn du Pegasus verlassen möchtest, brauchst du die Asteroidenkarte von der Brücke. Also hier ist anscheinend der Ausgang. Und, ja. Ich weiß noch nicht, wie lange ich heute aufnehmen werde. Vielleicht werde ich, etwas länger spielen und daraus zwei Parts wieder machen. Oder vielleicht werde ich auch... wo waren wir denn jetzt? Ah, ja. Oder vielleicht werde ich auch einfach... tut mir leid. Nur ein Part machen. Je nachdem. Oh, von da sind wir gekommen. Das heißt, wir müssen einfach mal in die andere Richtung. Genau, hier lang. Ah, das... ja, das ist die Tür einfach von der anderen Seite. Ja, gut. War nicht gerade... Also, mein Orientierungssinn ist bei mir so um die minus 3000 oder so. Hier ist übrigens diese Kommandobrücke, die wir gesehen haben von der Videosequenz. Und ich würde sagen, gehen wir doch mal an den Navigationscomputer. Habinger Navigationscomputer. System beschädigt. Reparieren benötigt ein Teil. Machen wir das doch mal. Du hast das System umgeleitet und auf die wenigen verfügbaren Astrogationsfunktionen zugegriffen. Genau, das wollte ich auch machen. Da die Orbitalkarten für das Pegasus-Asteroidenfeld laden, das haben wir gesucht. Überprüfe die Habinger-Logs. Notfall... Oh, Sith-Kriegsschiff. Schauen wir uns das doch mal an. Ihren Bericht, bitte. Das Kriegsschiff der Sith ist leer, Sir. Wir haben eine Nabelschnur eingerichtet und drei Teams rübergeschickt. Kein Zeichen von der Besatzung. Oder dem Commander. Es ist niemand an Bord? Was ist mit den Rettungskapseln? Sie sind immer noch hier, Sir. Hier ist alles leer. Wie in einem Geisterschiff. Und wer hat dann auf den Frachter gefeuert? Das wissen wir nicht, Sir. Der Frachter ist auch leer. Wir haben überall nachgesehen. Nichts außer einer schwer beschädigten T3-Einheit. Wollen Sie ihn immer noch mit dem Traktorstrahl zur Habinger holen? Durchsuchen Sie den Frachter und das Kriegsschiff noch ein letztes Mal. Wenn alles sauber ist, holen wir den Frachter mit dem Traktorstrahl rüber. Ja, Sir. Keine Ahnung, warum der Admiral glaubt, der Frachter wäre die Mühe wert. Aber wir finden es schon raus. Also ist klar, ne? Die, neun Tage brauchen wir, lesen den gleich. Die Sith, die haben, ein Notsignal ausgesendet. Und wir haben ja jetzt eben gerade gesehen beim Kampf, dass die Einheiten von denen, die Sith-Einheiten, dass die sich unsichtbar machen können. Und dadurch haben die auf dem Schiff, wo wir uns gerade befinden von der Habinger, die Besatzung, haben die nicht gesehen, als sie das Schiff untersucht haben. Schwerer Fehler. Beziehungsweise, war ja kein Fehler, weil, also gut, sie konnten sie einfach nicht sehen. Aber, das wurde denen zum Verhängnis. Genau. Also, Tagebucheintrag. Tut mir leid, wenn hier wieder irgendwelche Fahrzeuggeräusche im Hintergrund sind. Ich mache am besten schnell mal die Tür zu. Oder wird schon erledigt. Super, dankeschön. Also, wie gesagt, das wurde denen zum Verhängnis. Tagebucheintrag. Ihr habt doch gesehen, wir haben einen bekommen. Verwaltungsoffizier. Ja, nö. Es steht hier. Okay. Orbitalkarten. Orbitalkarten hier. Du hast die Orbitalkarten aus dem Navigationscomputer der Habinger geladen. Das ist so, jawohl. Und die haben wir ja gebraucht. Und das bedeutet.
die brauchen wir ja, um aus diesem Asteroidenfeld herauszukommen. Wir haben hier Kleidung, Chemikalien, Computersonde und zwei Teile. Also diese Teile sind natürlich dazu da, zum Hacken und, glaube ich, um Sachen zu machen. Schauen wir mal kurz, was das für eine Kleidung ist, die wir bekommen haben hier. Wo haben wir sie? Hier haben wir eine... Den Raumanzug haben wir immer noch. Naja, egal. Kleidung. Dieses einfache... Das ist einfach ganz stinknormale Kleidung. Der Raum sieht noch relativ sicher aus. Der auch fürs Erste. Wir gehen mal hier nach rechts. Okay, okay. Los. So. Wir sind Levelaufstieg, Leute. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Also der Plaster vom Erden, der haut ja richtig rein, glaube ich. Levelaufstieg. Fähigkeiten. Sicherheit. Ich werde das jetzt mal ein bisschen hoch machen. Wobei, wir haben hier den Etten. Auf dem können wir die Sicherheit hochballern. Der wird ja... Ja, den werde ich ja meistens mit dabei haben jetzt am Anfang, denke ich mal. Das heißt, wir gehen bei uns auf Bewusstsein diesmal ein bisschen. Je weiser ein Charakter ist, desto größer ist seine Chance, getarnte Objekte oder Charaktere zu entdecken. Nach einem erfolgreichen Weisheitscheck gegen die Tarnungsfähigkeit des Gegners oder der SK einer Mine werden diese sichtbar... Nee, hört sich nicht so cool an. Ich gehe auf... Nee, ich werde die... Crayer werde ich auf Heilen machen. Dann gehe ich bei mir weiter auf... Computerkenntnisse und überreden. Ein bisschen reparieren. Ja, ja. Überreden, okay. Machen wir doch so. Neue Talente. Oh. Ja, super. Nehmen wir hier den neuen Schlag. Kräfte, neue Machtkräfte. Was haben wir denn zur Auswahl alles Mögliche? Ein Machtstoß? Verbleibende. Versetzt ein Wesen 6 Sekunden lang in Angst und Schrecken. Machen wir doch, das kann man gut gebrauchen. Annehmen. Tipptopp. Die brauchen noch ein bisschen. Gut. Dann hätten wir das. Ich muss ab und zu immer mal wieder schnell auf die Uhr schauen, dass ich weiß, wie lange ich aufnehme. Um einen groben Überblick zu haben über die ganze... Sache oder über das ganze Geschehen hier auf der Harbinger. Okay. Geht natürlich wieder mal nicht auf. Etten, du bist gefragt. Deine. Ich kümmere mich darum. Deine Schlossknackfähigkeiten. Ein Reparaturkit. Ich mach schnell erstmal mit dem alle Kisten auf, die ich hier finde. Okay. Wird reichen. Hier sieht es auch noch relativ sicher aus in dem Raum. Also die Gegner sind bis jetzt noch nicht wirklich stark. Aber ich weiß, dass sich das im Laufe des Spiels ziemlich stark... Auch hier sind Gegner. Ziemlich stark ändern wird. Testen wir gerade mal die neue Fähigkeit aus. Sehr schön. Beenden wir es. Crayer und Etten sind Levelaufstieg. Sag einfach Bescheid. Ja, ich sag dir. Ich mach bei denen aber den Automaten... Nein, okay, ich mach nicht den Automaten. Fähigkeiten. Was wollte ich bei dem machen? Sicherheit, genau, dass der gut Schlösser knacken kann. Passt zu denen. Talente. Dem gebe ich, den werde ich hauptsächlich mit Blaster ausrüsten, also gebe ich dem auch diese Fähigkeiten. Nahkampf? Nee, nix Nahkampf. Duellieren. Was haben wir denn hier? Da. Scharfschütze. Ja, sehr schön. Gut. Crayer. Fähigkeiten. Verletzte heilen. Kräfte. Ja, jetzt muss ich natürlich auch ein paar Heilfähigkeiten, Heilkräfte geben. Was haben wir denn hier so? Wiederbelebung. Machtkörper. Was haben wir hier? Heilen. Erfordert Stufe 6. Ja, okay, gut. Machtaura. Mit Rüstung nicht möglich. Setzt ein Jedi diese Macht ein, verbessert sich seine Rettungswürfe und seine Verteidigungswerte 20 Sekunden lang um 2 Punkte. Diese Macht verbessert die Rettungswürfe. Ja. Ja, gut. Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, was ich der geben soll. Dann gebe ich dir halt nochmal ein bisschen was. Die wird auf jeden Fall später auch eher Machtschrei. Nahkampfwaffen bekommen, weil das ist ja ein Jedi. Sieht man ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön, meine lieben Freunde. So.
Was haben wir hier? Rettungskapseln. Können wir die nehmen? Ja, egal. Okay, mit der können wir eh... Hallo? Hallo? Ich höre. Ich möchte... Ah, gut. Ja, wir wollen das Schiff ja noch gar nicht verlassen vorerst. Wir wollen ja auf unser eigenes, auf die Ebon Hawk, auf unser eigenes Raumschiff. Sehr schön. Also wir haben ja jetzt die Karte bekommen, die wir gebraucht haben. Jetzt bin ich stark am Überlegen. Ah, ich glaube, ganz da vorne konnten wir nochmal in eine andere Richtung gehen. Genau, hier. Diese Tür wurde magnetisch verriegelt und kann nicht geöffnet werden. Etten? Ich höre. Kriegst du die auf? Auch nicht. Dahinter wird sich irgendwas verstecken. Irgendwas Wertvolles. Ich probiere sie mal mit der Steuerkonsole zu öffnen. Wenn das geht, mit dem Navigationscomputer. Zugriff auf die Hauptsohlenfunktion. Kann ich nichts machen. Ja, aber Leute, wo müssen wir denn dann hin? Nochmal Karte öffnen? Wir haben das ganze Raumschiff erkundet. Ja, okay. Es kann aber natürlich auch gut sein, dass wir wieder raus müssen. Wir brauchten ja nur die Karte. Durch die kaputte Tür kommen wir nicht. Die Karte haben wir. Ja, würde ich sagen. Wieder auf die Verwaltungsebene von Pegasus. Jetzt bin ich ernsthaft im Überlegen, wo wir dann aber auch hin müssen. Tagebuch. Du hast die Orbitalkarten aus dem Navigationscomputer der Harbinger geladen. Du hast den Turbolift zur Verwaltungsebene geöffnet, indem du die... Okay. Wir müssen in die... Was ist das? Ah ja, da sind wir. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Undock-Rampe. Ich glaube, wir müssen noch was auf der Harbinger erledigen. Es kann doch nicht sein, dass wir da schon fertig sind. Wieso? Ah, was? Ich kann Machtfähigkeiten nicht mit Rüstung einsetzen? Okay. Okay, schauen wir uns nochmal auf der Harbinger um. Ja, da hinten geht's ja raus. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Aber wir konnten da vorhin nicht raus, weil wir einfach noch nicht die, sag schon, die Karte hatten. Oder? War das hier lang? Noch eins runter. Ich glaube, hier müssen wir lang. So, Tür. Sehr schön. Sehr schön. Okay, schauen wir uns mal an. Wir sehen noch nichts. Hat hier irgendeiner was zu sagen? Ja, der sagt sowieso nur, wieso halten wir an? Links, rechts. Wir gehen links. Etten, wir brauchen deine Knackerfähigkeiten. Was gibt's? Credits. Sehr schön. Sonst gibt's hier nichts zu holen. Okay. Sag einfach Etten. Bescheid. Na, da gibt's gar nichts zu holen. Ah, da hinten ist noch was versteckt. Gut. Okay. Geht es euch gut? Warte, ich will diesen Raum durchsuchen. Wir haben nicht viel Zeit. Was ihr auch vorhabt, beeilt euch. Okay, wie es aussieht, scheint das hier mein Raum gewesen zu sein, obwohl ich mich ja nicht daran erinnern kann, dass ich hier auf dieser Harbinger war. Eine Ionenzelle... Armband von Nier. Also tatsächlich, das ist Nier Datapad Medikit. Nier, du sollst dich zur Routineuntersuchung auf der Krankenstation der Harbinger melden. Das läuft alles automatisch ab. Schiebe einfach dieses Datapad in den medizinischen Computer, um deine Injektion zu erhalten. Okay. Dieses Armband von Nier, das kann ich auch... Dieses Band gehört dem Jedi Nier, der von Jedi-Orden nach den Mandalorianischen Kriegen verbannt wurde. Also, wir sind ein verbannter Jedi. Jetzt haben wir schon wieder was Neues erfahren. Interessant. Okay.
Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gibt's hier noch was zu holen? Nee. Na dann. Ziehen wir mal weiter. Feinde. Feinde, Feinde. Komm schon. Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Sehr schön. Wir gehen nach rechts. Ah. Wieder 10 Credits bekommen. Wieder eine Leiche von dem republikanischen Soldaten. Diese Schutztür wurde magnetisch verriegelt und... Oh, wir waren... Oh, hinterhalten, hinterhalten, hinterhalten. Alle auf mich, ist ja unfair. Ah gut, die anderen haben auch beide Blaster. Logisch, dass die auf mich gehen. Aber ja, scheint ganz gut zu funktionieren bis jetzt. Ich höre. Kraya, hast du irgendwas? Energiewiderstand? Nee, hat sie nicht. Was gibt es? Na gut, mich zu heilen, habe ich gedacht. Aber da mache ich das halt selber. Medikit. Klicke auf das Porträt. Ah, so. Sehr schön. Also die linke Tür. Okay, Krankenstation. Das war mein Tank gewesen. Kolto-Tank von Nier. Dieser Kolto-Tank scheint aktiv zu sein. Möchtest du dich selber heilen? Machen wir doch schnell. Deine Wunden wurden geheilt. Sich vom Tank abwenden. Gehen wir mal auf die medizinische Konsole. Datapad einfügen. Prüfe Behandlungsfragen von Nier. Nier-Behandlungsanfrage. Sedativa im Rahmen einer Routineuntersuchung vor 3 bis 5 Tagen verabreicht. Verabreichung automatisch gestoppt. Dosis übersteigt Sicherheitsbestimmung. Bei einem letzten Untersuchungsbogen, der eine Sedativum verabreicht, das jeden normalen Menschen getötet hätte. Deshalb warst du bewusstlos, als die Harbinger gestürmt wurde. Jemand hat vergessen, den Behandlungsbefehl nach der Ausführung zu löschen. Du kannst immer noch auf einen der Kolto-Tanks auf der Krankenstation zugreifen. Kolto-Tank identifizieren. Okay. Also einfach, dass man weiß, welcher das ist, oder wie? Ja, das habe ich ja schon vorher gewusst. Zurück zur Hauptkonsolenfunktion. Medizinische Logs überprüfen, Kameraaufzeichnung überprüfen. Verletzte heilen. Besorge dir auf dem medizinischen Computer Chemikalien. Medizinische Logs überprüfen. Ja. Okay, ich würde sagen... Oh. Neuen Tagebucheintrag. Erhaltene Chemikalien und Erfahrungspunkte 100. Tagebuch. Ich verstehe nicht, wieso das... Nee, das wollte ich nicht. Ich verstehe nicht, warum Tagebucheintrag steht, wenn ja hier noch... Du hast auf der Harbinger Aufzeichnung über deine medizinische Behandlung gefunden. Kurz nach dieser Behandlung hast du das Bewusstsein verloren. Während deiner Behandlung standest du vermutlich unter Drogen. So, so. Danach wurdest du auf die Ebonhawk gebracht. Okay, und die Ebonhawk, die ist ja... Jetzt verstehe ich es. Und die ist ja dann beschädigt gewesen am Anfang. Und dann notgelandet sozusagen auf der Pegasus. Also auf diesem Asteroiden. Gut. Jetzt wissen wir schon mal ein klein bisschen mehr. Ein kaputter Kolto-Tank. Beschädigter. Reparieren. Also wenn man Sachen repariert, bekommt man anscheinend auch Erfahrung. Das ist gut zu wissen. Oh, ich habe eine Idee. Wir haben ja hier einen kaputten Kolto-Tank. Das heißt, hier ist anscheinend irgendwas passiert. Und jetzt greifen wir doch mal auf die Kamerasteuerung. Kameraaufzeichnung überprüfen. Oh, den kennen wir. Hey Jeff, der hat sich bewegt. Okay, ich glaube, das ist so ein Typ, dem möchte man nicht begegnen.
Prüfe Behandlungsfrage. Okay, gut. Dann jetzt haben wir das. Das heißt, der Typ ist ausgebrochen und der hat das ganze Schiff hier auseinandergenommen. So. Okay. Aber um die Frage auch gerade zu klären, warum wir noch kein Laserschwert zum Beispiel haben oder so. Wir haben einfach keins momentan. Und das müssen wir uns im Laufe des Spiels bekommen wir das. Beziehungsweise da kriegen wir immer einzelne Teile und die müssen wir dann zusammenbauen und dann selber ein Laserschwert zusammenbauen. Okay, hier kann ich Granaten und so Zeug herstellen. Brauche ich aber jetzt gerade momentan nicht. Schauen wir mal auf der Karte. Da oben geht's nicht raus. Da kamen wir nicht durch die Tür, aber... Das ist die Tür von der anderen Seite wahrscheinlich. Die Drucktür, wo verschlossen ist. Genau. Gut. Ich klaue die ganzen Leichen hier, die Credits aus der Tasche. Geht die Tür auch... Ja, dass die mal offen ist, dann wissen wir, dass wir hier waren. Und wir sind wieder bei Feinden angekommen. Sehr schön. Also anscheinend, ich bin mir nicht sicher, aber Schläge von hinten machen anscheinend auch mehr Schaden. Sehr schön. Keine Chance hatten die. Kann ich die Tür auch aufmachen? Ja, das geht auch. Ah, das dauert aber zu lang. Etten, komm mal her. Mach mir das mal bitte auf. Kinderspiel. Genau, Kinderspiel. Etten? Ja? Ich brauche dich. Du bist eigentlich ein guter Junge. Ich weiß nicht, wieso ich dich die ganze Zeit beleidige. Ah, ich vergaß. Ich will ja ich kümmere die dunkle mich Seite. Sehr schön. Okay, oh, da haben wir noch eine. Kinderspiel. Ohne den würden wir ja ewig brauchen. Weiter geht's. Ah, nein! Da wollte ich doch jetzt überhaupt noch gar nicht hin. Okay. Aber wir sind auf jeden Fall richtig. Haltet einfach den Mund und geht weiter. Okay, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Vertrau mir. Wenn es darum geht, am Leben zu bleiben, irre ich mich nur selten. Etten spürt Dinge, die ihm gefährlich werden könnten. Wenn er ein schlechtes Gefühl hat, solltest du das Spiel also speichern. Ich würde vorschlagen, wir speichern mal das Spiel. Speichern? Okay. Okay. Sehr schön. Ich wollte aber nochmal... Wir waren ja noch gar nicht fertig da oben gewesen. Ich würde gerne trotzdem alles schnell nochmal erkunden. Also gehen wir nochmal schnell auf die, Crew-Ebene? Ich weiß jetzt gerade nicht. Einfach da, wo wir eben waren. Weil ich glaube, hier oben geht es doch noch lang. Genau. Ich höre. Ich will einfach... Oh, Feinde. Ich höre. Let's go. Bam. Sehr schön. Das hätten wir erledigt. Was war das denn? Ich höre. Kinderspiel. Oh, ganz viele Droiden. Schauen wir doch mal. Ah, Droidenwartungslog. Ich weiß nicht, ob dieser neue HK-50-Droide ein Fluch oder ein Segen ist. Als der vorherige Protokolltroide zerstört wurde, nachdem er versehentlich die Mine aktiviert hatte, war dieser HK auf einmal da. Das Problem ist, dass er Befehle alles anderes als zuverlässig ausführt. Die meiste Zeit weiß ich nicht einmal, wo er ist. Angeblich wurde er in den Quartieren der Crew beim Admiral in der Wartung und sogar auf der Krankenstation gesehen. Also es sieht so aus, als würde der Droide hier so ein bisschen spionieren oder so. Hm? Aber wenn ich ihn darauf anspreche, bekomme ich nur eine schnippische Antwort, dass ihm die Kommunikation erleichtern will. Ich weiß nicht, wer diese HK-Modelle gebaut hat, aber ich mag sie nicht. Also, ich würde sagen, Protokolltroide ist alles. Alle deaktiviert hier. Okay. Sonst gibt es noch was zu holen? Nee. Also, wie gesagt, nimm es mir nicht übel, aber ich würde gern das Spiel hier voll und ganz auskosten, beziehungsweise auch wirklich schön erkunden, was es zu holen gibt. Gut, hier gibt es nichts mehr. Also, lasst uns mal wieder aufbrechen.
Jetzt gehen wir dahin, wo wir vorhin waren. Okay, okay. Die Türen sind versperrt, also es geht nur geradeaus. Scheiße. Scheiße. Okay, ich weiß nicht. Ich kümmere mich um ihn. Ich kann auf mich aufpassen. Ja, mach du das mal alleine. Er kann nichts töten, was er nicht sieht. Die Macht hat ihn vor langem schon geblendet. Lauft, ich komme nach. Yep. Okay, 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 okay. Sag mal, hast du was zu sagen? Warum halten wir an? Ist gut, okay, er hat nichts zu sagen. Dann lasst uns mal weiterlaufen. Beziehungsweise... Warum halten wir an? Halten wir an? Nein, das kann ich immer noch später machen. Gut, ich würde sagen, wir sind bei Minute 31. Cray hat sich gerade für uns geopfert oder probiert zumindest diesen einen Sifter für uns aufzuhalten. Ja. Ich hoffe, euch hat der 7. Part von Star Wars Knights of the Old Republic Spaß gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt auf jeden Fall dran und freut euch auf den nächsten Part. Und bis dahin, haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.